Michael Chodorkowski ist jetzt seit 10 Jahren in Haft. Es hat zwei Verfahren gegeben, an denen jeweils unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten erhebliche Zweifel angebracht sind. Und man muss die Sorge haben, dass je näher der Freilassungstermin rückt, möglicherweise neue Vorwürfe gegen ihn konstruiert werden. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Ich hoffe, dass Russland zu Rechtsstaatlichkeit findet und dass vor allen Dingen Chodorkowski jetzt auch Gerechtigkeit widerfährt und dass er alsbald aus der Haft entlassen wird. Er wird jetzt 50 Jahre alt im Juni, am 26. Ich möchte ihm auf diesem Wege gratulieren, ihn beglückwünschen zu seiner Standhaftigkeit einerseits, aber gleichzeitig mit diesen Glückwünschen doch auch die Hoffnung verbinden, dass er jedenfalls bald seine Geburtstage in Freiheit feiern kann.